Zu den frühesten Methoden der naturgetreuen Abbildung gehört die Camera Obscura, ein ganz spezieller Raum, in den wir uns heute begeben werden. Wie die Camera Obscura im Filmmuseum Düsseldorf. Die lateinische Herleitung lautet Camera für Zimmer oder Kammer, Obscurus für Dunkel. Die Camera Obscura fängt durch ein winziges Loch, ein Teil der Außenwelt, in einem dunklen Zimmer ein. Der Einbau einer das Licht konzentrierenden Sammellinse verbessert die Schärfe und Helligkeit der Abbildung. Eine durch das Licht nach innen reflektierte Landschaft oder ein Objekt, wie zum Beispiel ein Baum oder ein Mensch, sind als kopfstehendes und seitenverkehrtes Bild auf der gegenüberliegenden Fläche zu sehen. Wie bei der Entwicklung der Filmkamera widmeten sich gleich mehrere Erfinder in England, Frankreich und Deutschland der Aufgabe, schnell reagierende Fotoplatten herzustellen. Zeitgleich und unabhängig voneinander experimentierten sie mit Methoden, die vor allem die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze nutzten. Zu den erfolgreichsten Pionieren auf diesem Gebiet zählten der Geschäftsmann Louis Daguerre und der Wissenschaftler Joseph Nicéphore Niépce. Erste dauerhafte Aufnahmen gelangten Niépce ab 1822. Er arbeitete mit lichtempfindlichem Jodä-Asphalt auf Zinnplatten, die er stundenlang in der Camera Obscura belichtete. Anschließend entwickelte er mit einer Lavendelöl-Petroleum-Mischung das auf der Platte entstandene latente Bild. Seine sogenannte Heliographie, also Sonnenschrift, diente als Grundlage für die Fototechnik. In der Camera Obscura fällt Licht durch ein Loch auf einem Papier und solange das Licht da ist, sehen wir auch die Abbildung. Nach demselben Prinzip funktioniert auch eine Foto- und eine Videokamera. Das Licht fällt durch ein Loch in eine kleine Kammer, wird dann aber stattdessen nicht auf einem Stück Papier, sondern auf einem Negativstreifen, auf einem Filmmaterial transportiert. Und somit haben wir ein dauerhaftes Bild zu sehen. Thank you.